Guten Tag, mein Name ist Nicola Lange und ich spreche die Mutter von Claudio aus Der Tor und der Tod. Wie viele süße Schmerzen saug ich ein in dieser Luft, wie von Lavendelkraut. Ein feiner, toter Atem weht die Hälfte von meinem Erdendasein hier umher. Ein Mutterleben, tum, ein Drittel Schmerzen, eins Plage, Sorge, Angst. Was weiß ein Mann davon? Ach, die Truhe, die Kante da, noch immer scharf? Da schlug er sich einmal die Schläfe blutig. Freilich, er war auch klein und heftig, wild, im Laufen nicht zu halten. Und da, das Fenster. Da stand ich oft und horchte in die Nacht. Hinaus auf seinen Schritt mit solcher Gier, wenn mich die Angst im Bett nicht länger litt. Wenn er nicht kam und schlug doch zwei, schlug doch drei und fing schon blass zu dämmern an. Wie oft. Doch hat er nie etwas gewusst. Ich war ja auch bei Tag hübsch viel allein. Die Hand vergisst die Blumen, klopft den Staub vom Kissen, reibt die Messingklinken blank. So läuft der Tag. Allein der Kopf hat nichts zu tun. Da geht im Kreis ein dumpfes Rad. Mit Ahnungen und traumbeklommenen, geheimnisvollen Schmerzgefühle, das wohl mit der Mutterschaft unfasslichem geheimen Heiligtum zusammenhängt. Und allen tiefsten Weben dieser Welt. Aber mir ist nicht gegönnt, der süß beklemmend, schmerzlich nähernden, der Luft vergangenen Lebens mehr zu atmen. Ich muss ja gehen. Gehen.